Knopf. Aufzeichnung läuft. Sehr gut. Ja, dann herzlich willkommen von unserer Seite. Simon mit eingeschlossen und von mir, Jochen Adler. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir am Ende dieses Calls auch ein bisschen einen Ausblick wagen, wie es vielleicht weitergehen kann mit der Working Out Loud Community in Deutschland. Und deswegen habe ich mir auch ein bisschen Mühe gegeben, erstmal einzuleiten und zusammenzufassen, wo wir überhaupt stehen. Es ist ja, wie wir gesagt haben, das erste Treffen in diesem Format nach einer etwas längeren Historie. Also, glaube ich, lohnt sich, wenn wir ein bisschen weiter ausholen. Und dann mal schauen, jetzt in dem Teilnehmerkreis hier bei den Beteiligten, wir hatten es uns eigentlich eher als Arbeitstreffen vorgestellt. Also es wird jetzt keine methodische Einführung in Working Out Loud, dafür sind wir ja auch gar nicht die Richtigen. Dafür gibt es ja berufene Leute, auch dazu wird zu sprechen sein. Aber wir haben eben 2015, 2016 zu dem Kreis derer gehört, die in Deutschland angefangen haben, Working Out Loud zu praktizieren und dann auch bekannt zu machen. Und insofern besteht natürlich nach wie vor ein gewisser Redebedarf, auch wenn jetzt hier das inoffizielle deutschsprachige Gemeinschaft, wie es auf der Folie steht, durchaus wörtlich zu nehmen ist. Und ich das gerne auch betonen möchte, gleich zu Beginn, dass wir hier eine inoffizielle Veranstaltung sind. Und auch dazu sprechen wir dann gleich noch ein bisschen ausführlicher. Ja, dann steigen wir ein. Die Frage ist so ein bisschen, warum überhaupt braucht es so einen Kickoff dieses Jahr, 2019? Und die Frage war auch, glaube ich, heute Morgen auf Twitter, gab es das 2018 auch schon? Und die Antwort ist nein. Wir haben versucht, mal was Neues ins Leben zu rufen, beziehungsweise einen Faden, den wir gemeinsam gesponnen hatten und der so ein bisschen abgerissen war, wieder aufzunehmen. Und deswegen, wie gesagt, ich würde jetzt eigentlich versuchen, möglichst viel zu diskutieren am Ende. Wir sind ja auch eine relativ überschaubare Runde, kennen uns noch nicht so gut untereinander. Vielleicht findet sich ja auch der ein oder andere weitere Aktivposten. Und wir wagen gemeinsam einen Ausblick darauf, wie wir die Resonanz, die unsere Bewegung bereits erfährt, auch konstruktiv in Bahnen lenken können. Und vielleicht zum Einstieg, wie es zu dem heutigen Termin gekommen ist, um da ein bisschen auszuholen, wer nicht in diesem Jammer-Netzwerk so aktiv ist, den möchte ich hiermit gerne noch mal kurz abholen. Also Simon und ich haben deswegen jetzt hier heute auch sozusagen die Einladung an euch gerichtet, weil wir in diesem Thread, der hier gezeigt wird, so die beiden Aktivposten waren. Ich habe den initiiert, den Thread, in so einer Jahresrückblicksstimmung letztes Jahr Ende Oktober, als das Jahr so langsam Richtung Adventszeit und Jahresende ging, und habe geschrieben, dass es mich erstmal freut, wie sehr unsere Community auch gewachsen ist. Und dazu habe ich nachher auch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Dass ich aber auch finde, insbesondere wo die Bemühungen von John Stepper ja auch sich intensiviert haben, die Methode sozusagen zu formalisieren und auch sein Urheberrecht zu schützen, was ja sein gutes Recht ist, dass wir natürlich ein bisschen gucken müssen, wie wir uns nach außen darstellen und ob wir uns überhaupt nach außen darstellen. Das ist durchaus eine offene Frage in meiner Wahrnehmung. Und deswegen ist auch schon einiges passiert seit diesem Yammer-Thread, nämlich die deutsche Homepage wurde aktualisiert und bereinigt, weil, wie ihr hier lesen könnt, da stand so viel alter, irrelevanter Kram, der musste erstmal weg. Und jetzt kann man immer noch überlegen, das ist jetzt auch, denke ich, das Ziel heute, eine Bewegung quasi zu fokussieren oder eine Überlegung zu initiieren, die auch durchaus die Frage stellt, ob wir diese Homepage, ob wir diesen Twitter-Kanal, ob wir diesen E-Mail-Verteiler überhaupt noch brauchen. Wenn nein, fein, aber wenn doch, wie wir die dann am besten auch kollektiv und konstruktiv nutzen können, um die Bewegung einfach weiter zu unterstützen. Wir wollen ja eigentlich im Sinne der guten Sache Working Out Loud auch zu größerer Popularität verhelfen als ohnehin schon. Und deswegen, wie gesagt, Ende von der Botschaft war, wer Interesse hat, kann sich in den Kommentaren melden. Wir organisieren die weiteren Schritte, haben wir getan. Und deswegen ist heute sozusagen vielleicht ein neues Kapitel, was wir aufschlagen, vielleicht aber auch ein Abschluss, muss man sehen. Also das, denke ich, zeigt dann auch die Diskussion im weiteren Verlauf. Die Idee wäre so ein bisschen, also wir haben ja, wie gesagt, 60 Minuten und dadurch, dass wir es auch aufzeichnen, freue ich mich auch, dass jetzt alle, die es vielleicht zum Termin nicht einrichten konnten, hinterher nochmal rekapitulieren können, gemeinsam mit uns, was wir hier besprochen haben. Lass uns doch vielleicht mal eine Viertelstunde, ich hatte natürlich durchaus damit gerechnet, dass wir nicht ganz pünktlich starten und lieber noch ein bisschen warten auf weitere Teilnehmer. Lass uns kurz gucken, wo wir stehen und dann, wie gesagt, eine Diskussion führen, an der sich auch gerne jeder offen beteiligen kann. Da bin ich sehr gespannt auf weitere Wortmeldungen, wer wir sein wollen und was wir tun können, sprich, wie geht's weiter. Gab es gerade eine Frage, habe ich das richtig gehört? Falls nicht, mache ich mal weiter. Im Chat ist auch nichts. Nee, passt. Alles klar. Oh ja, das wäre nett, wenn du den Chat ein bisschen im Blick halten könntest, weil ich jetzt hier im Fullscreen-Präsenter-Modus das nicht mehr so mitkriege. Ja.
Zunächst mal, also fetter Glückwunsch, ja, Gratulation an die Co-Creation-Mannschaft bei Bosch. Die haben es auf die Shortlist geschafft zum New Work Award bei Xing. Wir werden hinterher auch die Folien natürlich zur Verfügung stellen. Dieser Abstimmen-Banner hier ist natürlich auch ein Knopf direkt zur Abstimmseite. Ich würde mich total freuen, wenn ihr die Gelegenheit nutzt. Bis 22. Februar ist das Voting offen und dem Team um die Katharina Krenz auch eure Stimme geben würdet, damit sie da natürlich auch abräumen. Also shortlistet sind sie schon mal und das ist natürlich für das Thema Working Out Loud eine riesen Anerkennung. In der Kategorie Teams auch gerade, also eben durchaus auch dieser Co-Creation Ansatz, den Sie da fahren bei Robert Bosch, das freut mich total und ist insofern jetzt nicht so mit unserer inoffizielle Community irgendwas zu tun hätte. Ja, also da möchte ich mich ganz klar distanzieren, wir haben da nichts so beigetragen. Aber ich freue mich trotzdem und möchte deswegen auch hier aufrufen, wer da nochmal abstimmen möchte, soll das natürlich auf jeden Fall tun. Und dann können Sie den ja vielleicht auch gewinnen, den Award. Ich glaube, am 7. März war es oder so in der Elbphilharmonie, wird die Vergabe stattfinden. So, und dann springen wir mal zurück. Also, warum jetzt hier auf dieser Plattform mit diesen Leuten so ein Call heute? Wir haben 2015 angefangen, zunächst mal in der Deutschen Bank. Am 8. Juni 2015 habe ich nochmal rausrecherchiert. Da seht ihr links das erste Foto und uns dann auch im relativ schnellen weiteren Verlauf nochmal getroffen, im Januar 2016 und im Juli 2016. Das waren so die Anfänge einer Bewegung Working Out Loud in Deutschland. Und ihr könnt auch am Video sehen, John Stepper war damals zugeschaltet, wenn ich mich recht erinnere, die ersten beiden Treffen und dann auch persönlich vor Ort in Unterschleißheim, da haben wir uns bei Microsoft getroffen, 2016. Und aus der Zeit stammt auch noch ein Teil des öffentlichen Auftritts sozusagen. Wir haben eine Homepage damals gegründet, also workingoutloud.de, wurde eine Domain registriert. Wir haben einen Twitter-Account ins Leben gerufen, da sage ich gleich nochmal was dazu. Aber darauf geht im Prinzip dieses Engagement zurück. Und deswegen freut es mich auch, also Barbara haben wir vorhin schon begrüßt im Vorlauf, Barbara Schmidt aus der Deutschen Bank, die war dabei, Tim Mikscher habe ich gesehen, der war auch damals dabei, Simon natürlich und ich. Und wen haben wir gerade noch gehabt? Alexander Kluge, bin ich nicht ganz sicher, ich glaube, der kam ein bisschen später dazu. In Unterschleißheim. Genau, also dann beim dritten Treffen hast du dich auch angeschlossen. Insofern haben wir ja eine witzige Reise sozusagen hinter uns, das ist ja jetzt schon 4 Jahre her. Man sieht mal, wie die Zeit vergeht. Und dann hat sich Working Out Loud ja ausgebreitet und ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, also niemand hier hat ja, glaube ich, den Anspruch, alle Aktivitäten im deutschsprachigen Raum rund um das Thema Working Out Loud zu kennen. Also ich glaube, das ist der Erfolg in meinen Augen, dass diese Bewegung so kraftvoll geworden ist und so wirksam, dass man eigentlich schon gar nicht mehr wissen kann, wer überall in der Gegend rumläuft und über Working Out Loud redet und da irgendwelche Vorträge hält oder vielleicht auf Barcamps Sessions anbietet. Ja. Das ist jetzt hier nur mal eine sehr grafische und plakative Darstellung, aber es gab natürlich verschiedene Konferenzen, es gibt eine Community of Practice, es gibt ein Wiki, es gibt jede Menge regionale Meetups und wie gesagt, vieles weiteres mehr. Also es wäre, glaube ich, total müßig zu sagen, ich schreibe mal alles auf eine Folie, was mit Working Out Loud in Deutschland passiert. Und deswegen ist es auch so spannend, glaube ich, jetzt hier und heute mal drüber zu reden, wie können wir diese ganze Energie, die da entstanden ist, vielleicht zumindest moderieren oder ein bisschen kuratieren. Das ist ja auch so eine schöne Rolle im Social Business, dass wir quasi als Kuratoren dieser Bewegung fungieren und das, was uns da besonders beeindruckt, vielleicht auch ins Schaufenster stellen. Und um mal 3 Beispiele zu geben, also da möchte ich ganz kurz die Gelegenheit nutzen, auch zu würdigen, was so passiert ist, womit jetzt, wie gesagt, auch ich zumindest nichts zu tun hatte und ich weiß nicht, wer sonst hier, Simon vielleicht oder Alexander oder Tim, aber Danny beispielsweise hat ja mit wollonline.de eine total coole Plattform gegründet und gemeinsam mit Thomas Schlebach, Christian Tratter, Marc Habenich, die ich auch persönlich gar nicht kenne, extrem viel Gutes geleistet und da möchte ich Danny einfach kurz bitten, wenn du uns noch zuhörst und wenn die Leitung gehalten hat, vielleicht kannst du einfach in 2, 3 Sätzen sagen, was sie da tut und da, wie gesagt, ein bisschen Schlaglicht werfen. Würde mich freuen. Okay, danke. Da bei dieser Seite fehlen nochmal 2. Wir waren ja bis Freitag mit 3, inzwischen sind wir 6. Da fehlt noch Florian Pops und Rachel Zielke, glaube ich, heißt sie. Das heißt, das Team ist jetzt größer geworden, weil wir einfach mehr Moderatoren brauchen für unsere Online-Workshops. Was wir machen, wir haben eigentlich im Juli haben wir nämlich die Idee gehabt, für all die, die nicht reisen können oder die nämlich mehr wissen wollen, die über Aktivitäten vom Working Out Loud außerhalb vom normalen Tagungen und Treffen, also online Meetups also anzubieten. Das ist nämlich ganz gut angelaufen. Das war jedes Mal ausgebucht. 2 Meetups
Dann haben wir nämlich die Sabine Kluge nämlich eingeladen als Keynote. Das ist super angekommen. Und dann kamen wir auf die Idee, wir könnten eigentlich auch diese Mikro-Workshops eigentlich auch mal online probieren. Und das haben wir dann auch noch geschafft, das ist ein Renner. Deswegen brauchen wir noch mehr Moderatoren. Das heißt, wir sind immer nach 3 Tagen ausgebucht. Das sind so unsere Aktivitäten jetzt bis jetzt. Das heißt, in rund 7 Monaten haben wir, glaube ich, 5 Veranstaltungen. Die nächste ist am nächsten Mittwoch. Super. Also sei hiermit auch herzlich empfohlen, wenn du vielleicht im Nachgang nochmal einen Link verteilst zu eurer Veranstaltung nächsten Mittwoch, dann mag ja der ein oder andere da vielleicht auch gerne teilnehmen und sich beteiligen. Das geht leider nicht. Großartige Sache. Das geht leider nicht, weil wir ausgebucht sind. Das heißt, wir können ja nur eine bestimmte Anzahl der Teilnehmer annehmen, aber für alle anderen Veranstaltungen ist das überhaupt kein Problem. Das ist nur wegen Reichtum geschlossen. Sehr schön. Das muss ich mal sehen, das ist der zweite. Und die Liste für den dritten, die Schauschau offen. Gut. Okay, super. Aber also die Bewegung. Einfach voll online suchen und da findet man alle Informationen. Genau, die Bewegung geht also mit voller Kraft weiter. Und dann, wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht eine Folienschlacht veranstalten, aber einfach um ein paar Beispiele zu geben. Ihr kennt ja auch vielleicht alle schon den Circle Finder von Leonid Letzner. Den hatte ich auch eingeladen zu präsentieren. Der hat aber einen Terminkonflikt. Der muss natürlich auch arbeiten. Ist ja eine ganz normale Arbeitszeit heute und Arbeitstag. Deswegen von meiner Seite ganz kurz. Also das praktische Ding ist ja immer, wenn man Leute von Working Out Loud überzeugen will, dass man ihnen sagt, probiert es einfach mal aus. Ja, das ist ja sehr überzeugend, insbesondere in der als Erlebnis und weniger als Theorie. Und da ist natürlich so eine App oder so eine Plattform, wo man einfach sagen kann, hey, ich suche einen Circle hier in Frankfurt beispielsweise. Wo sind denn 3, 4 Mitstreiter? Ist natürlich das Beste. Also das gefällt mir auch unheimlich gut. Und wie gesagt, möchte ich gar nicht allzu viel drüber reden, weil das ist nur eines von ganz vielen Beispielen, was eben aus der heterogenen und inoffiziellen Gemeinschaft sozusagen entstanden ist. Und auch jeden Tag weiter entsteht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man den Anspruch haben kann, da einen Überblick zu behalten. Und diese Meetups sind ja inzwischen auch schon total graswurzelmäßig floriert. Also mal ganz willkürlich hier als drittes Beispiel das Oktobertreffen in Frankfurt, veranstaltet von der Agile User Group Frankfurt Rhein-Main herausgegriffen. Am 18. Oktober hat das stattgefunden. Auch da, ich glaube, niemand hat den Gesamtüberblick. Und das ist ja auch gut so. Was unsere Community angeht, also ich hatte ja gesagt, wir hatten uns 2015, 2016 getroffen, haben diese Homepage sozusagen erstmal als Domain registriert. Ursprünglich war ja auch mal die Idee, man bringt die Inhalte nach Deutschland. Das hat sich inzwischen ja längst erledigt, weil unter workingoutloud.com auch eine veritable deutsche Version, beispielsweise der Circle Guides, längst offiziell hinterlegt ist. Also aus dem Grund braucht man die Homepage ja quasi überhaupt nicht mehr. Lasst uns nachher mal diskutieren, ob wir die noch brauchen oder wozu wir sie gegebenenfalls brauchen. Aber Fakt ist halt nun mal, sie hat 100 bis 150 Besucher am Tag. Da ist relativ konstanter Traffic drauf, weil natürlich auch viele Leute suchen nach dem Begriff Working Out Loud, gehe ich von aus. Ich habe es jetzt nicht analysiert, aber das wird viel Suchmaschinenverkehr natürlich auch sein. Wir haben damals angefangen, einen E-Mail-Verteiler aufzubauen, der inzwischen 1200 Empfänger hat, den wir auch nur sehr stiefmütterlich nutzen. Also da gab es jetzt letztes Jahr mal eine Weihnachtsbotschaft und ein paar Grüße, aber so richtig strukturiert genutzt haben wir den nie. Und das wäre aber natürlich eine Überlegung für die Zukunft, ob man da nicht mehr Energie reinsteckt und vielleicht auch im Sinne auch durchaus von John und seinen Coaches vielleicht auch noch ein bisschen Marketing betreibt oder die Awareness für Working Out Loud steigert, auch bei Leuten, die vielleicht per E-Mail erreichbar sind, aber nicht so auf den sozialen Medien unterwegs sind. Für diejenigen, die auf sozialen Medien unterwegs sind, gibt es natürlich einen Twitter-Account, der nach wie vor auch genutzt wird und der ziemlich viele Follower gewonnen hat, über 2300, um genau zu sein. Und was ja auch viele gar nicht wissen, weil es ein geschlossenes Netzwerk ist, wo man von außen nicht so einfach reinschauen kann, wo man auch zum Beispiel über Google-Traffic nicht draufkommt, die Yammer-Community, die wir damals gegründet haben, auch um unsere Treffen vor- und nachzubereiten, die hat inzwischen über 700 Mitglieder. Simon hatte da vorhin auch nochmal darauf hingewiesen, dass die ja auch durchaus sehr aktiv ist. Also da wird wöchentlich gepostet, täglich vielleicht nicht unbedingt, aber wöchentlich ein Dutzend Beiträge, würde ich sagen, gibt es da schon. Und ich glaube, 37 Gruppen habe ich vorhin gezählt. Das sind zum Teil Gruppen einfach, die privat sind, um einen Working Out Loud Circle zu organisieren und dann auch die Materialien darüber auszutauschen und zu diskutieren. Aber es gibt auch beispielsweise den Klassiker eben, dass jemand postet, hier, ich suche einen World Circle, ich sitze in Ingolstadt. Wo gibt es denn Leute, die sich da mit mir zusammentun wollen? Also die Community auf Yammer ist auch tatsächlich, anders als man es von außen sieht, sehr lebhaft und keineswegs eingeschlafen oder gestorben.
Gibt es sonst noch Fragen dazu oder Chat-Beiträge, Simon, habe ich jetzt nicht im Blick, wie gesagt. Gibt es da irgendwas? Nee, es waren eigentlich nur Links. Der Ragnar hat nochmal einen Link gepostet zur Gründung damals. Nach dem Twitter-Handle wird gefragt, @woll_de ist der Twitter-Handle. Mhm. Aber ja, genau, Ragnar postet schon. Aber sonst keine Fragen. Sehr gut. Dann lass uns doch den Chat vielleicht nachher auch irgendwie zur Verfügung stellen. Insbesondere, wenn da Fragen gestellt und direkt auch beantwortet worden sind, können wir das ja vielleicht auch übers Wiki oder wie auch immer dann verbreiten. Okay, dann lass mich doch vielleicht kurz einleiten. Also sorry, dass ich so monologisiere, aber wie gesagt, ich wollte insbesondere diejenigen, die jetzt vielleicht seit 2016 den Faden verloren hatten oder vielleicht noch nie dabei waren in diesen drei Gründungsrunden, die waren ja auch extrem klein. Also damals waren wir, weiß nicht, 8, 9 Leute im Raum, glaube ich, bei den ersten beiden Treffen. Wollte ich ein bisschen abholen und ich hoffe, das ist gelungen, ohne jetzt zu langweilen oder zu monoton zu werden. Und um jetzt nach vorne zu schauen, also eine Sache wäre mir ganz wichtig, da freue ich mich jetzt auch, dass Alexander da ist oder auch Barbara. Inzwischen hat sich ja Working Out Loud viel, viel stärker formalisiert als Methode, als wir das damals annehmen konnten. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, die Erfolgsgeschichte. Und ich möchte auf keinen Fall versäumen, an dieser Stelle nochmal darauf hinzuweisen, dass das, was wir hier machen, ist eine inoffizielle Community, also sowas wie ein Fanclub, könnte man sagen. Ja. Wer hier ein kommerzielles Interesse verfolgt oder Beratungsdienstleistungen verkaufen will, ist grundsätzlich mal an der falschen Adresse, meiner Ansicht nach. Das ist ja nie die Absicht. Und ich habe John auch zugesichert, dass wenn jetzt beispielsweise in diesem Yammer-Netzwerk, was ja von außen nicht einsehbar ist, Verletzungen sozusagen seiner Terms of Use passieren, dass ich dann auch Bescheid sage. Also da würde ich euch auch darauf ansprechen, wenn mir da was bekannt würde. Und auch hier gilt aber ja wieder, das, was ich schon dreimal gesagt habe, jetzt niemand hat mehr den gesamten Überblick. Ja. Also am Ende ist ja auch jeder für sein eigenes Tun und Lassen verantwortlich. Und deswegen war es mir aber sehr wichtig, hier diese Terms of Use nochmal in Erinnerung zu rufen. Die sind halt damals, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, gab es die noch nicht. Und da war auch Working Out Loud noch nicht als Marke geschützt. Inzwischen ist es aber meines Wissens so. Und deswegen weise ich hier darauf hin, dass es übrigens auch in deutscher Sprache, auch das ja ein Erfolg, denke ich, des Engagements hierzulande, dass es natürlich ganz klar geregelt ist, was man darf und was man nicht darf mit dem Begriff Working Out Loud und auch mit den Materialien, also beispielsweise mit den Circle Guides. Da habe ich kurz mit Simon im Vorgespräch gesagt, ist ja völlig selbstverständlich, also ich erwähne es gerne, aber eigentlich ist es ja selbstverständlich, dass man das geistige Eigentum anderer, was auch unter einer Creative Commons Lizenz ja ganz klar geregelt ist, was man da darf und was man nicht darf, dass man jetzt beispielsweise die Circle Guides nicht in ein Word-Dokument kopiert und da sein eigenes Logo drauf tappt und das irgendwo vermarktet. Also das wäre ja tatsächlich dann auch justiziabel in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung. Und da weise ich auf jeden Fall in aller Schärfe und Deutlichkeit darauf hin. Und wie es jetzt weitergeht, muss man dann schauen. Ich bin jetzt froh, dass Alexander da ist. Und Barbara, vielleicht könnt ihr kurz was sagen, auch zu eurer Rolle als offiziell lizenzierte Coaches, damit wir da sozusagen ein gutes Einvernehmen finden und auch einen Schulterschluss. Alexander, willst du? Soll ich? Du, fang du an. Ja, die Frage kommt immer mal wieder auf, was macht denn so ein Coach überhaupt und warum denn Coaches und warum denn auch so viele in Deutschland, weil es gibt 5 mittlerweile neben John und 4 davon sitzen in Deutschland und die Mara in Neuseeland. Also warum Coaches, ist es relativ einfach, weil John nicht überall sein kann und also er ist zwar gerne in Deutschland, glaube ich, und mittlerweile auch sehr häufig, aber er kann er halt irgendwie auch nicht ständig machen. Und weil immer wieder die Nachfrage kam nach einer Begleitung bei Kickoffs, bei Events, bei Rollouts in den Unternehmen. Und daraufhin kam dann diese Coach-Rolle zustande und John hat sich dann für die fünf bisher entschieden. Und das ist unsere Aufgabe. Das heißt, wir arbeiten sozusagen in seinem Sinne, nach seinem Modell, nach seiner Idee, mit anderen Leuten zusammen an Working Out Loud. Das ist es eigentlich. Ja? Und ihr entwickelt die Methode auch weiter. Ne? Das ist ja durchaus auch ein wichtiger Bestandteil, sozusagen genau, Feedback zu geben an John, wie die Circle Guides sich zum Beispiel weiterentwickeln sollen für die Zukunft. Genau, also mit dieser Erfahrung, die wir natürlich dann aus den Unternehmen oder auch aus Verbänden, Vereinen haben, mit denen wir zusammenarbeiten, die geben wir dann an John zurück, was hat funktioniert, was hat teilweise nicht so funktioniert, was ist vielleicht manchmal unklar oder entweder unklar ausgedrückt oder wo die Aufgabe nicht so ganz gut ist, was kann man anders formulieren, was passt zum Beispiel auch im deutschen Kontext nicht so, weil natürlich sein Buch und auch die ersten Sachen waren natürlich sehr amerikanisch aufgezogen, ne? Also das ist ja so.
Und daraufhin wird dann die Methode ein bisschen weiterentwickelt oder adaptiert, angepasst oder auch neue, ich sag mal, Produkte ins Portfolio aufgenommen, ne, so Weiterentwicklung des Working Out Loud, der Working Out Loud Guide. Also das machen wir halt als Coaches. Wobei natürlich jeder mit Feedback an John gehen kann, wenn er sagt, wir haben bei uns im Circle, da ist er ja auch sehr offen für. Wenn jemand mit Feedback an ihn kommt und sagt, wir haben hier bei uns im Circle, haben wir gemerkt, dass es so irgendwie auch ganz gut funktioniert, hast du darüber schon mal nachgedacht. Also das ist jetzt nicht so, dass es heißt das ist jetzt nur die Coach-Aufgabe, sondern da ist er ja wirklich offen für, dass jeder an Feedback mit Feedback an ihn gehen kann. Und er nimmt es auch immer sehr, sehr gerne auf und denkt da auch sehr gerne drüber nach. Also ich glaube, das würde ich auch nochmal ergänzen. Das klingt jetzt fast so, als könnten nur die Woll-Coaches mit dem John das Ding weiterentwickeln. Das ist ganz sicher nicht so, sondern das tun alle. Ne? Das tut ihr auch schon seit Jahren. Und wir geben ja auch da überall Input und sammeln den Input. Und du hast ja vorhin auch schon so viele Quellen genannt, Jochen. Also vom Twitter-Hashtag, unter dem sich die Diskussion sammelt und Yammer und natürlich auch die Facebook-Gruppen, in denen ja John auch mitliest und auch kommentiert, oder auch die LinkedIn-Gruppe. Also es gibt ja eigentlich zig Aufschlagpunkte für die Community und die Meetups jetzt auch als regionale und selbstorganisierte Einheiten, wo sich ja Feedback sammelt und auch wieder zurückgeht. Also insofern, ich bin da total entspannt, dass der Kanal offen ist und dass der da auch nicht irgendwie künstlich verknappt wird, sondern dass wir alle irgendwie daran arbeiten, dass die Methode sich weiterentwickelt. Und die Coaches wiederum sind eben die, die quasi nur die Qualitätssicherung in die Organisationen rein vornehmen, wenn wir eben nach seiner Methode eben auch Implementierungen vornehmen und das eben auch entsprechend dem, was er ja auch an Material vorgegeben hat. Also gar nicht so geschlossen, wie es vielleicht in einigen Diskussionen eben aufgetaucht ist, auch heute Morgen auf Twitter. Genau, das war schon mal gut klargestellt. Dankeschön. Und wie gesagt, das ist jetzt so der Diskussionsteil. Ich glaube, ich habe noch eine Folie, so fürs, wie könnte es weitergehen. Und ansonsten bin ich da jetzt offen für jede Anregung. Also wir haben halt nun mal die, sowas wie die Domain und diesen E-Mail-Verteiler, das habe ich ja auch vorhin gezeigt, was da sozusagen auch aus der Historie heraus jetzt aufgelaufen ist an einer gewissen Reichweite, die wir da aufgebaut haben. Und da wäre jetzt einfach die Frage, wollen wir das weiter nutzen oder wollen wir überhaupt erstmal anfangen, das zu nutzen? Die Homepage war ja durchaus berechtigterweise derart veraltet, dass man da eigentlich sagen konnte, die hat eigentlich eher geschadet als genutzt, so wie sie da stand. Aber denkbar ist ja durchaus, dass wir da sagen, entweder wir machen sie zu oder wir nutzen sie halt und stellen, wie gesagt, das, was die Community macht versus das, was auch die Coaches machen, in ein gewisses interaktives Schaufenster. Da kann man ja schauen. Eine Idee, die wir beispielsweise hatten im Vorfeld, aber das ist jetzt auch, wie gesagt, nur eine Leitplanke oder zumindest ein Impuls für eine mögliche Diskussionslinie. Was mir halt auffällt jetzt als Beobachter, ich habe ja auch tatsächlich dieses Ehrenamt irgendwie nicht ausfüllen können aufgrund von beruflicher und familiärer Belastung in den letzten Jahren seit 2015, 2016. Aber wenn ich die Woll-Szene mit einem gewissen Abstand insofern auch beobachte, es haben sich ja wirklich sehr schön diese Ökosysteme im Corporate-Bereich, im industriellen Bereich, auch gerade im wirklich Industriebereich, also Manufacturing-Branche in Deutschland gewissermaßen herausgeschält. Barbara als Bankerin ist da ein bisschen die Ausnahme, aber ansonsten haben wir ja hier wirklich das ganze A, B, C bis Z der deutschen Industrie vertreten mit Audi, Bosch, Continental und Daimler. Bitte seht mir nach, dass ich hier die Logos benutze. Das ist jetzt quasi nur zur Illustration. In all diesen Unternehmen gibt es ja, wie jetzt beispielsweise bei Bosch, das Co-Creation-Team, also Working Out Loud Graswurzelbewegungen mit wirklich bemerkenswertem Erfolg und auch einer gewissen Prominenz. Und schönes Beispiel ja auch, wie Bosch und Daimler beispielsweise gemeinsam an die Sache rangehen und sich da auch füreinander geöffnet haben. Also jede Menge Beispiele. Was mir als mögliche Ausrichtung einer Community wie unserer noch einfiel, ist halt, dass Barbara hat vorhin schon von Vereinen gesprochen oder Organisationen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Was mir bisher in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht so untergekommen ist, sind halt wirklich so ein bisschen Working Out Loud für Selbstständige, für Freiberufler, für Ehrenamtler, für Rentner vielleicht, für Auszubildende, keine Ahnung, Berufsanfänger. Ich bei OpenText kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, bin auch dabei, Working Out Loud als Teil des Onboardings beispielsweise zu formulieren. Ja, das ist ja auch eine Idee, glaube ich, die nicht neu ist und die bei Bosch, glaube ich, schon gemacht worden ist. Also solche Dinge, da kann man ja vielleicht auch an den Organisationsrändern ein bisschen gucken.
Und insofern wäre halt meine Hoffnung, wie gesagt, für die Diskussion heute, wenn wir uns fragen, wohin als nächstes mit dieser Community, braucht sie überhaupt noch? Das war ja durchaus eine Frage, die heute Morgen auch auf Twitter im Raum stand. Braucht sie eigentlich gar nicht, weil Leute wie Danny und die lizenzierten Coaches und das Woll-Wiki und die ganzen Konferenzen und Meetups das eigentlich ohnehin alles abdecken und es braucht gar keine weitere Plattform. Auch dafür wäre ich offen. Aber wie gesagt, lass uns das diskutieren. Und wenn wir nach wie vor der Meinung sind, wir brauchen ein Engagement, auch von Einzelpersonen, die jetzt hier ja versammelt sind, dann lasst uns einfach in geordnete Bahnen lenken und dann wird da was Großartiges draus. Vielleicht noch großartiger, als es ohnehin schon ist. Nee, Jochen, ich würde jetzt mal in den Raum stellen, warum braucht es eigentlich ein geordnetes Vorgehen? Also das wäre jetzt ja eigentlich mal, sagen wir mal, ein bisschen provokativ reingefragt, wenn wir sagen, wir haben eine selbstorganisierte Gemeinde von Menschen, die irgendwie sich um das Thema Working Out Loud kümmern, die finden das irgendwie toll, die treiben das voran. Warum muss das irgendwie eine organisierte Initiative sein, weil die passiert ja jetzt schon irgendwie. Das Einzige, was wir momentan nicht beeinflussen wollen und auch nicht tun, ist ja das Wachstum solcher Gemeinden. Das Einzige, was aber wie ein Fels im Raum steht, ist eben diese Webseite. Und die Frage ist eigentlich, ja, muss die sein? Würde ich erwarten, das war heute Morgen in der Diskussion ja auch auf Twitter meine Meinung. Ich glaube eigentlich, die Erwartungshaltung wäre, dass eine Seite wie workingoutloud.de tatsächlich auch eine offizielle Seite ist. Und damit gehört sie eigentlich auf workingoutloud.com/de. Alles andere, alle anderen Quellen sind ja eigentlich da. Ja? Also ob das jetzt die Meetups sind, denen jeder beitreten kann, die LinkedIn, die Yammer-Gruppen, die Facebook-Gruppen, das ist ja alles offiziell da. Da könnte man höchstens nochmal irgendwo eine Seite aufbauen, auf der man das alles nochmal sammelt. Aber warum sollte man es überhaupt organisieren? Weil es ist ja tatsächlich eben selbst organisiert. Und ich glaube, jeder findet da sein Zuhause. Also ich finde, also für diese Sammlung von eine Seite aufbauen, mit, wo man das irgendwie alles findet, dafür gibt es Wiki. Also ich glaube, die Seite gibt es auch so, wenn mich nicht irgendwie alles täuscht. Also ich kann dem Alexander da nur zustimmen. Ich finde, dass die workingoutloud.de-Seite wirklich in einer krassen Konkurrenz zu der offiziellen workingoutloud.com-Seite steht. Und dann insbesondere so, wie sie bisher war, halt auch nicht wirklich zielführend und nicht gescheit. Ich persönlich glaube, man braucht die Seite nicht. Ich persönlich glaube auch, man braucht den Twitter-Handle nicht, weil ich es verwirrend finde, ein Working Out Loud inoffiziell in Klammern und ein Working Out Loud zu haben. Also jetzt, wenn, weißt du, Jochen, ich bin seit 2015 oder seit 2012 von Anfang an dabei. Ich kenne mich ja aus, aber jemand, der jetzt neu sucht und der denkt sich auch so, was ist denn, wo bin ich denn hier und wie viele von euch gibt's denn und wo muss ich denn jetzt irgendwie hin? Und ich glaube, dass wir gut laufende Communities haben mit der Yammer. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass sie noch so groß ist. Ich bin zwar, glaube ich, noch drin, aber auch nicht wirklich aktiv, weil ich mich mehr auf den anderen, ich habe auch nur 24 Stunden am Tag, nämlich eher auf den anderen. Aber ich glaube, wir haben überall gut funktionierende Sachen. Ich persönlich glaube nicht, dass es diese übergeordnete Funktion benötigt. Hatte Lauritsch hier, Siemens. Ich bin einer dieser Promoters von Siemens an der Stelle. Habe diese ganzen Diskussionen ganz wenig verfolgt und frage jetzt einfach mal provokativ. Kraft fehlt mir hier am Tisch sowieso, zumindest, dass es sich als solche zeigt. Das ist die Volcop. Das heißt, diese Community of Practice, die damals die Firmen sozusagen versucht hat, voneinander lernen zu lassen. Da sagen wir, auch noch eine Kraft, was ich durchaus als spannend empfände, und das ist für mich Working Out Loud Live, im Prinzip ein unabhängiges Organ zu haben, unabhängig vom John Stepper, das genau Vernetzungen betreibt. Und nicht mehr und nicht weniger. Also wir brauchen keine zusätzliche Kraft, die Dinge organisiert oder sonst irgendwo. Aber im Prinzip eine Plattform zu haben, wo ich sage, wow, da kann ich mich hinein verfügen, da kann ich die Connections finden, da kann ich ja Networking, Relationships Management oder Creation betreiben. Und von mir aus ist das Woll-Wiki. Das ist ganz bestens. Aber ich eine Plattform, die nicht kontrolliert wird von einem, der durchaus vernünftigerweise, völlig unbenommen, aber kommerzielle Interessen damit verfolgt, seine eigenen, wie auch immer, ist fein. Eine unabhängige Seite davon zu haben, fände ich hilfreich.
Da hast du, finde ich absolut richtig, da würde ich dir auch zustimmen. Und da hast du mit der World Cup natürlich auch was Interessantes angesprochen. Die hatte aber Jochen vorhin auf einer seiner Folien, also insofern schon passend. Das ist für mich so eine Art User Group, ne? Wie sie auch irgendwie unabhängig von SAP existiert halt eben auch eine SAP User Group. Ja? Und die gibt auch wieder Input zurück zu denen, die irgendwie die Lizenzen halten und das Ding weiterentwickeln. Insofern finde ich das vernünftig und könnte mir auch dieses Wollwiki genau vorstellen. Irgendjemand hat auch gerade diesen Link da reingepostet, wo ja eine Community-Sammlung drin ist. Also eigentlich findet sich da ja schon alles. Ne? Also ich glaube, das ist auch eine schöne Metapher, diese User Groups, die ja mittlerweile alle Software-Produktanbieter haben, auch eine SAP User Group oder ein Microsoft Business User Forum. Das ist eigentlich immer das Modell, dass man sagt, es gibt ein Produkt draußen und irgendwie unabhängig vom Anbieter finden sich Anwender, entweder alle zusammen auf einer Plattform oder halt Anwender mit speziellen Interessen auf ganz verschiedenen Plattformen zusammen. Und die sind in der Regel alle selbst organisiert. Ne? Bei Microsoft, ob ich jetzt sage, alle Nutzer, die irgendwie Klein- und Mittelstand sind oder alle Corporates oder alle, die nur ein bestimmtes Produkt verwenden. Und ich denke, das wäre eigentlich für die Working Out Loud eine interessante Positionierung zu sagen. Es ist halt eine unter möglich mehreren oder vielen User Groups, einfach Leute, die das Produkt nutzen, die sich austauschen, vernetzen, was auch immer, ohne einen Anspruch auf irgendwie die einzige User Group zu sein, sondern es ist halt eine unter vielen. Hallo, hier ist Wagner. Alexander, ich wollte nochmal ganz kurz zum Thema Gültigkeit und Berechtigung von dem Twitter-Handle eingehen, weil den habe ich ja auch jetzt unter also knapp 4 Jahre lang habe ich da halt Zugriff zu. Und meine Art zu Twitter unterhalb Woll.de war immer die Art, dass ich eigentlich immer nur am halt Retweeten war. Das heißt also meine Art von der Woll.de Twitter-Nutzung war immer eine Art Echo oder eine Amplifikatoren, halt Verstärkungsfunktion. Und wenn wir jetzt sagen, wir würden den halt Woll.de Twitter halt abschalten, dann wäre die Gefahr, dass halt John einfach aus sprachlichen Gründen einfach nicht die Sachen halt retweeten würde, die aus der Community extrem wertvoll sind, an Videos, an Blogbeiträgen, an Impulsen, an Innovationen. Und der offizielle Working Out Loud wäre einfach nur seine Stimme, aber nicht die Stimme der Community, die man durch diesen Twitter-Account halt verstärken könnte. Ich verstehe eure Idee, ich verstehe die Idee dahinter und ich finde das auch mit dem Echo sein irgendwie gut und ich finde auch die Idee mit der Plattform User Group irgendwie gut. Das, was ich einfach wirklich sehe, ist die Irritation von workingoutloud.de und workingoutloud.com. Weil es einfach ein und derselbe Name ist mit der unterschiedlichen Endung. Und der einfach nur geneigte Leser, der sucht, der weiß nicht, dass workingoutloud.de keine offizielle oder kein also nicht, dass workingoutloud.de, nicht zu John gehört. Und die Gefahr sehe ich einfach. Nehmen wir doch mal die Analogie, Babs, die Analogie von der User Group. Ja? Also wenn Microsoft hier einen Fanclub in Deutschland hat, dann darf der nicht unter microsoft.de existieren, weil microsoft.com würde das natürlich nicht richtig wollen. Also ich glaube, die Idee müsste schon sein, auch namentlich und auch von der Domain her, glaube ich, wenn man überhaupt sowas zentralisiert und nicht den existierenden Wollwiki oder irgendwelche Accounts sind, die schon da sind, dann müsste man sich separieren. Man müsste sich da schon separieren und sagen, das ist User Group und das ist Hersteller oder in diesem Fall Lizenzgeber unabhängig. Und es gibt eben tatsächlich das, was eigentlich zur Muttergesellschaft gehört, ja, oder zu demjenigen, der die Rechte hält. Also ich glaube einfach, es geht da, glaube ich, um eine klare Unterscheidung auch für den Anwender, der irgendwo hinkommt, dass er weiß, ich bin hier bei der User Group oder ich bin eben beim Erfinder. Martin, also sehe ich voll und ganz ein. Ist also von der Argumentation absolut schlüssig, ja. Aber das war ja tatsächlich, ich finde die Analogie mit der Software-User-Group ja tatsächlich sehr tragend und insofern bin ich da auch bei dir, Alexander, dass jetzt Microsoft zum Beispiel nicht so amused wäre, wenn man Microsoft.de für so eine User-Group hätte. Aber da lässt sich ja vielleicht Abhilfe schaffen. Also mal losgelöst von der Frage, wie gesagt, diese Domänen, die haben wir damals registriert, weil wir halt die Ersten sein wollten und gesagt haben, ist cool, wir helfen der Methode über den Teich und es hat ja auch ihren Zweck soweit erfüllt, was wir gesehen haben, vielleicht sogar übererfüllt. Jetzt ist ja die Frage, besteht denn Interesse daran,
dass wir sagen, dann gibt es halt so einen Working Out Loud Anwender e.V. oder was? Keine Ahnung, ein Anwenderverein in Deutschland? Oder würdet ihr als Coaches sagen, das ist eigentlich euer Job und das würdet ihr als unnötig, auch das würdet ihr als unnötig empfinden, jetzt mal unabhängig von der URL, unter der man diese Anwendervereinigung erreichen könnte? Ehrlich gesagt, wenn sowas entsteht, fände ich das völlig okay. Ich meine, dann soll es halt entstehen. Ja? Ich meine, es entstehen doch auch momentan die Meetups. Alles okay. Die Frage wäre jetzt eher, wer soll denn eigentlich einem Verein noch beitreten, wenn es eh so viele Vereine schon gibt. Ja, aber das muss halt entstehen, das muss halt die Community bringen. Wäre meine Ansicht. Barbara, was meinst du? Also selbst als nimm mal mich nicht als Coach, sondern nimm mich, mal mich als Barbara Schmidt, die gerne Working Out Loud mag. Du denkst mir viel zu strukturiert an der Ecke, Jochen. Warum denn? Also wir reden über etwas, über eine Methode, die zur Selbstorganisation aufruft und das beibringt. Und wir versuchen gerade etwas in Strukturen zu bauen. Warum denn ein Verein? Ich meine, wir haben so viele Initiativen, die hochwachsen und die existieren. Und die sich bilden. Und ich glaube, ich bin mir sicher, weil ich weiß, dass es Initiativen für Studenten gibt. Ich weiß, weil ich war gerade auch bei der Frankfurt University zum Beispiel. Das wächst alles, es kommt alles. Natürlich sind die Corporates sehr, sehr prominent, weil da natürlich auch die Manpower hintersteckt, B, die großen Zahlen hintersteckt, C, ganze Veröffentlichungen hinterstecken. Natürlich sieht man im Moment immer eher die Corporates. Aber das andere ist ja da, es existiert ja. Und ich finde das, also ein Verein, wenn sich der gründet, weil der Bedarf gesehen wird, ja. Aber jetzt zu sagen, brauchen wir dann einen Verein, um das und das zu machen, sage ich nein, weil das und das passiert jetzt schon. Aber Verein steht, glaube ich, auch gar nicht im Raum. Ne? Also diese großen User Groups wie Microsoft, SAP, ja, die sind Jochen organisiert als Verein. Ich habe gerade als e.V. angesprochen, deswegen bin ich jetzt auf dem Verein so drauf. Okay. Weil mich das mal interessiert, sorry Barbara und Simon, weil mich das mal interessiert, tatsächlich ist es ja durchaus so, dass mir auch Kritik herangetragen wird, zum Teil, dass Leute sagen, ich finde mich da langsam gar nicht mehr zurecht. Es gibt diesen Circle Finder und es gibt dieses Wiki und es gibt wallonline.de und es gibt diese workingoutloud.de Homepage und manchmal kriege ich so eine E-Mail auf diesem Verteiler. Also es gibt ja durchaus auch berechtigte Kritik an der doch etwas uneinheitlichen Darstellung. Also ich will um Gottes Willen jetzt kein Management von Dingen, die einfach nicht gemanagt gehören, ja, weil es tatsächlich ist es ja so, es entstehen ja großartige Dinge und da will man jetzt auch nicht in die Quere kommen. Aber was ich mich halt schon fragen würde, ist, wir haben jetzt diese Assets, wir haben eine Domain, wir haben einen Newsletter-Verteiler, wir haben eine Yammer-Community, wir haben einen Twitter-Account. Würde es zum Beispiel helfen, einfach zu sagen, jeden Monat stellt man mal drei Dinge, die ohnehin da sind, in ein Schaufenster und, keine Ahnung, die drei besten Blogposts und die drei Meetup-Termine des nächsten Monats, wo Leute hingehen können, die publiziert man einfach nochmal irgendwo als so eine quasi, ja, User-Group. Das ist ja durchaus eine interessante, also die haben ja ihre Berechtigung, solche User-Groups. Deswegen wollte ich da nochmal ein bisschen nachfühlen, ob das nicht hier auch so sei. Eine ganz praktische Komponente könnte sein, wir hatten darüber gesprochen, dass vielleicht, wenn wir wieder eine deutsche Convention mal machen wollen, dass es durchaus sinnvoll ist, da mal eine Rechtsform zu haben, das zu organisieren, weil Stand heute sind wir da noch in der Luft. Ich weiß, dass das eine Diskussion in der World Cup ist. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich bin, wenn der Bedarf da ist, ja, aber und vielleicht meinen wir auch dasselbe. Ich glaube, wir sind da dann oft gar nicht so weit auseinander, wie wir ja heute Morgen auf Twitter dann auch wieder gemerkt haben. Erstmal machte das so, huup, und dann auf einmal war so, ja, aber wir gehören, also eigentlich reden wir doch über dasselbe. Wenn der Bedarf da ist, ja, und die Community entscheidet, ey, ich glaube, jetzt sind wir so an einem Punkt, wo wir sowas brauchen, ja, aber zu sagen mit, oh, wollen wir einen gründen, um Dinge zu tun, die jetzt schon gut passieren. Also zum Standpunkt jetzt würde ich jetzt kein Mitglied vom Verein werden, weil ich aber auch nicht so ein Vereinsmensch bin. Also das ist einfach nur, weil ich den Bedarf einfach im Moment nicht sehe. Und es mag sein, dass ich dann im nächsten Jahr eines Besseren oder im Laufe dieses Jahres eines Besseren belehrt werde. Und dann ist das auch schön.
Also ich habe aber tatsächlich auch das Gefühl, wenn ich mir das so anschaue, wie sich das entwickelt, dass vielleicht unsere sehr typisch deutsche Vereinsdenke eigentlich da auch mittlerweile überholt ist. Ja? Also weil in der Transformation, in der wir uns befinden, sind die Netzwerke auch wirkmächtig. Und ich brauche, glaube ich, nicht mal eine Rechtsform, um überhaupt etwas auf die Beine zu stellen. Ich meine, ich organisiere mir irgendwie auf Eventbrite oder irgendwie auf meetup.com mein Zeug und kann das quasi sogar als Privatinitiator machen. Und wenn ich lustig bin, dann kann ich da auch noch eine Kostenbeteiligung einfordern. Also das wird auch automatisch abgerechnet und alles ist voll super. Also ich finde, ich habe ja auch ein Meetup laufen. Ja. Wir haben ja eine Meetup-Gruppe mit unserem Digital Workplace Meetup. Das läuft irgendwie so ziemlich selbstorganisiert, ohne dass da irgendwie eine Rechtsform dahinter steht, sondern das läuft halt. Also darum ging es, glaube ich, aber auch gar nicht. Ja. Ich glaube auch, Vereinsform, die braucht man halt dann, wenn, wie angesprochen, irgendwie eine Veranstaltung ansteht, wo du irgendwie eine juristische Person brauchst, die eine Fläche mietet oder eine Haftpflicht, Veranstalterhaftpflicht abschließt oder du irgendwie Geld einnehmen willst oder Sponsoren Geld entgegennehmen willst oder so. Okay, hatten wir jetzt, wie bei dem, in Berlin haben wir da halt irgendwie einfach mal diese Hülle übernommen, da hast du schon recht. Genau, und genau. Es ging ja um die Frage, ob du eine gewisse Struktur brauchst. Und Alexander, auch von den Meetups weiß ich, eine gewisse Struktur müsst ihr schon liefern oder als Basis Infrastruktur auch, damit sich das auch wirklich etabliert, ne? Ja gut, die machen wir eh umsonst. Das heißt, da gibt es auch keine kaufmännischen Prozesse dahinter. Ja? Also das entfällt dann schon mal. Also ich glaube, das ist die Struktur, von der Jochen auch vorhin gesprochen hat. Ich glaube, Verein ist tatsächlich das Falsche. Wenn es ein Interesse gibt einer Community, auch einen Gegenpol und vielleicht auch einen kritischen Blickwinkel auf Hersteller, Lizenzgeber und Dienstleister zu etablieren, dann wäre, glaube ich, so eine unabhängige User Group mit einer entsprechenden Struktur schon notwendig. Das habe ich zumindest in den letzten Jahren bei verschiedensten Unternehmen miterlebt. Da muss es Menschen geben, die dann auch wirklich sagen, da gehe ich dann mit meinem sozialen oder wie auch immer Engagement rein und entwickle sowas. Ohne diese Struktur wird es nicht funktionieren. Also dem kann ich auch nur zustimmen. Hier sind ja jetzt ganz viele, die schon sehr weit sind in der Digitalisierung, sehr weit in der Selbstorganisation. Und ich erlebe aber bei meinen Kunden ganz, ganz viele Menschen, die einfach irgendwie wahnsinnig Struktur brauchen und die nie zu einem Meetup gehen würden. Also was ich sagen will, hier ist so ein, also ich nenne es jetzt mal so ein elitärer Kreis. Und es gibt aber ganz viele Menschen da draußen, die das vielleicht auch brauchen könnten und die aber genauso eine Struktur brauchen. Also damit meine ich jetzt nicht Verein, aber ich glaube, dass die Selbstorganisation bei ganz vielen noch überhaupt nicht so weit ist. Also auch ich weiß grob, was Working Out Loud ist und ich mache mich jetzt schlau. Und ich bin auch jemand, ich gucke mich dann eben um und ich muss echt sagen, mich überfordert das Ganze, was da alles gibt. Weil ich will es natürlich, wenn dann auch richtig machen. Ja? Und ich wusste jetzt überhaupt nicht, an wen kann ich mich wenden, wer ist die richtige Seite. Und von dem her, also ich bin schon auch jemand, der so ein Freund ist von Strukturgeber und auch eben vielleicht für Menschen da sein, die noch nicht so weit sind in der Selbstorganisation. Aber das ist vielleicht auch, wenn man da wieder die Parallele zur Nutzergruppe spannt, wenn ich sozusagen kein SAP-Anwender bin, bin ich auch erstmal in der SAP-Anwender-Community, will ich sagen, falsch, aber die hat oft auch nicht so diese Onboarding-Prozesse für Leute, die davon noch gar nichts gehört haben, sondern das ist halt eher eine Plattform, für Leute, die das machen, die das schon lange machen, die Erfahrungen austauschen, die sich gegenseitig helfen. Da schlage ich dann vielleicht doch eher im SAP-Vertrieb oder im Partnervertrieb auf, wenn ich sage, ich habe irgendwie das Wort gehört und weiß davon noch gar nichts. Was mich ja gerade frage, ist bei Diskussionen, wir diskutieren jetzt die ganze Zeit über die Struktur und wie wir uns organisieren könnten und ob es ein Verein oder dies oder jenes ist. Also was eigentlich mein Ansinnen mehr dieses heutige Zusammentreffens wäre, ist, ja, was wollen wir denn eigentlich mit dieser Struktur machen? Also ich meine, die Community, die lebt ja irgendwo, das haben wir festgestellt. Die Community lebt auch
in dieser Gemma-Community, die lebt darüber hinaus in Meetups und so weiter. Da tun wir Dinge. Und mir geht es eigentlich mehr um das Tun, als was wir organisieren. Wenn wir was zum Organisieren brauchen, wie wir gesagt haben, wenn wir was mal irgendwo im Verein brauchen, dann muss man ihn halt vielleicht gründen. Wenn wir ihn aber nicht brauchen, brauchen wir ihn nicht. Aber was machen wir denn als Community? Da sehe ich viel mehr Dinge drin, als jetzt zu überlegen, wie wir uns als Community strukturieren können, um dann nachher doch nichts zu machen. Das ist ein Totgeburt irgendwie. Ja, und daran anschließend, also danke für den Beitrag, Magnus, weil das bringt mich nochmal auch zu dem Punkt, den ich vorhin schon machen wollte. Es geht ja jetzt auch ein Stück weit darum, dass die Dinge, die wir im Moment machen in dieser Community, also die Yammer-Community ist ein gutes Beispiel und eben auch diese Homepage, über die wir ja schon viel diskutiert haben, die ja nun wirklich kein Ruhmesblatt ist, das sind alles Dinge, die laufen ja im Moment auf meinem persönlichen, auf meiner persönlichen Initiative. Ja, das ist mein Yammer-Account, unter dem das Netzwerk gegründet wurde, und es ist auch meine Domain-Registrierung, wo jetzt auch meine Anschrift im Impressum steht beispielsweise. Und das finde ich schon, ist halt eine Form, die ist dann nicht mehr in Ordnung. Das war 2015, 2016 sicherlich okay, so als schnelles Startup-Ding. Wir wollten halt schnell diese Domain haben und haben dann auch überlegt, irgendwie das Buch zu übersetzen und diese ganzen Geschichten, kennen ja manche, die dabei waren. Aber das ist halt eben keine nachhaltige Plattform. Und allein das, was die Community heute schon tut, worüber wir ja eben kurz gesprochen haben, mal auf eine vernünftige Basis zu stellen, wäre doch auch ein gutes Ding, oder? Jochen, ich habe irgendwie, ich verstehe noch nicht so ganz genau, was du eigentlich möchtest, ehrlich gesagt. Weil, oder wie dein Zielbild irgendwie aussieht. Weil für mich sind das alles Sachen, die schon existieren und die schon funktionieren. Und also von der workingoutloud.de, ganz im Ernst, ich würde die irgendwie zumachen oder route sie auf die .com/de-Seite. Insbesondere auch mit dem Problem, dass dein Name im Impressum drin steht, und von Datenschutzerklärung will ich eben gar nicht reden und dem ganzen anderen Wissen, worum man sich heute kümmern muss. Ich verstehe noch nicht so ganz genau, was dein Zielbild sein soll mit diesem, wir wollen da mal Struktur reinbringen, ehrlich gesagt, weil du versuchst Initiativen unter einen Hut zu bekommen, die sehr gut funktionieren. Und du willst da, ich habe das Gefühl, du willst da unbedingt irgendwie was drüber bauen, um was zu organisieren, was nicht organisiert werden muss. Außer ich verstehe es nicht. Aber wo wird denn heute, sag ich mal so, eine unabhängige User Group tatsächlich, wo findet die denn statt, die jetzt wirklich unabhängig beispielsweise von John oder von den Lizenzgebern oder Coaches oder wie auch immer, wo findet das denn heute statt? Wo haben die denn eine Plattform? Wenn ich es jetzt nicht erliebe. Das verstehe ich jetzt gar nicht, was du meinst, weil da, wir haben ja momentan eine Riesenliste gesehen von Plattformen, wo die Gemeinde völlig unabhängig von John sich trifft und austauscht. Und zwar auch relativ lebendig. Was meinst du, Tim? Ja, das genau, aber verteilt auf eine Vielzahl von Plattformen, ne? Ja, manche treffen sich virtuell, manche treffen sich tatsächlich face-to-face. Es gibt noch Menschen, die sich so zusammentun. Sie treffen sich auch in den Facebook-Gruppen, auch in der LinkedIn-Gruppe. Aber ich kann doch den Leuten auch nicht vorgeben, sagen mit, jetzt benutzt du bitte nur noch diese Plattform. Manche Menschen wollen nicht auf Facebook. Und dann sind die lieber in der LinkedIn-Gruppe. Manche Menschen treffen sich auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch eine WhatsApp- oder Telegram-Gruppe gibt. Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, aber ich weiß es nicht. Weil Jochen vorhin auch so schön gesagt hat, ich glaube, kein Mensch hat überhaupt, wo welche Initiative irgendwie läuft. Aber ich glaube auch nicht, dass es das in dieser Form, die hier für mich gerade angebracht wird, irgendwie benötigt. Denn ich habe gerade das Gefühl, hier will unbedingt etwas organisiert werden. Dann frage ich mich auch, mit welchem Ziel. Ja, aber dann lass mich da doch vielleicht auch nochmal direkt antworten, weil die Frage ja auch durchaus mal an mich gestellt wurde, was habe ich denn für ein Ziel? Also nochmal zurückgespult. Wir haben diese Homepage und einen Blog, den es ja auch mal gab, mit irgendwie Neuigkeiten und Ankündigungen damals gegründet, als wir uns eben auch noch in regelmäßiger Kadenz getroffen haben. Also es waren ja immerhin 3 Treffen innerhalb von, weiß nicht, 12 oder 15 Monaten. Ja, da war ja eine gewisse Regelmäßigkeit. Und dann ist das eingeschlafen. Und ich habe mehrmals versucht, natürlich in diesem Yammer-Netzwerk und nicht für alle transparent, zu sagen,
was machen wir denn jetzt mit diesen Assets, die wir da geschaffen haben, mit dem E-Mail-Verteiler, mit dem Yammer-Netzwerk, mit der Homepage? Gibt es Leute, die ein Interesse haben, sich darum zu kümmern? Und wenn wir da eine Gruppe finden von vielleicht 5, 6 Leuten, die sagen, ach, das finde ich ganz spannend, die möchte ich irgendwie als Redakteur, als Administrator, als was auch immer fungieren, dann lebt es weiter. Und wenn nicht, dann lebt es eben auch nicht weiter. Das ist ja auch, ich bin da wirklich ergebnisoffen. Ich möchte nur, dass dieser ungeklärte Zustand beendet wird, wo Dinge so im Raum stehen, von denen jetzt seit heute ihr jetzt wisst, also heute Morgen auf Twitter hieß es ja noch so, ja, wir kriegen ja gar nicht alles mit, was läuft. Ich denke, das haben wir jetzt ja geklärt. Danke auch, dass du das nochmal bestätigt hast, Barbara. Niemand kriegt alles mit, ja. Aber die Sache ist halt nur die, sollen wir da vielleicht Angebote, die wir irgendwann mal geschaffen haben, dann auch einfach einstellen und dann auch sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr die Yammer-Community, die wird jetzt zugemacht, weil sich niemand drum kümmern möchte, zum Beispiel. Also da möchte ich jetzt gegensprechen und sagen, die Yammer-Community ist das Einzige, was ich auf jeden Fall im Leben erhalten wollte. Mit der Homepage, da habe ich auch vorhin bei Twitter auch geschrieben, also würde ich eigentlich so ähnlich sehen wie auch die World Coaches. Das hat sicherlich zu der Zeit, als ihr es gegründet habt, als ihr sie aufgebaut habt, hat da Sinn gemacht, weil es das auf Deutschland auch eben nicht gab. Braucht man jetzt vielleicht so auch nicht mehr. Ich habe Anfang des Jahres ja auch mal angefragt, die Inhalte sind inaktuell, lass uns doch irgendwas machen. Gut, da auch nichts kam, ich habe was anderes gemacht, das wisst ihr alle. Weiß ich nicht. Den Twitter-Handle würde ich auch nicht sterben lassen, so wie es eben in der Diskussion im Chat schon mal war. Ob man ihn aktiv nutzt oder nicht, ist die Frage. Aber man hat die Möglichkeit, damit auf Deutsch eben zu Working Out Loud Inhalte zu verbreiten, für die, die vielleicht dem englischen Twitter-Handle eben doch nicht so sehr folgen. Ne? Aber das kommt darauf an, ob jemand sich darum kümmert und der hat den pflegt. Aber ich würde ihn auf jeden Fall nicht freigeben, dass irgendwer anders ihn registrieren kann. Genau. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt sozusagen die zu klärenden Fragen eigentlich alle mal umkreist haben und die irgendwie auf den Tisch liegen. Im Sinne von, ist die Webseite, ist das was von Jochen oder geht es in irgendeine Organisation über oder geht es einfach an John? Führt man den Twitter-Handle weiter, ja oder nein? Was ist mit der Community? Ich kann mir vorstellen, dass man daraus jetzt im Nachgang irgendwie eine Sequenz macht von Sachen, die halt zu entscheiden sind, wo man jeweils Pro und Contra abwiegt und jedes dann für sich behandelt. Ich glaube, das ist halt gerade jetzt bei so einem ersten Treffen, ne, wo erstmal so jeder sein Argument und seine Themen auf den Tisch wirft, schwierig, das zu entheddern. Ja. Da ist jetzt ein großer Wollknäuel da. Wenn man die jetzt mal auseinanderzieht, glaube ich, hat man so 5 Blöcke, die halt jeder für sich zu entscheiden sind. Wollknäuel ist ja sehr schön, Simon. Und wir haben ja jetzt auch nur noch 6 Minuten. Also wir werden diese Fragen jetzt hier nicht alle im Konsens klären. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein bisschen ein Call to Action gewesen am Anfang. Vielleicht finden sich ja aus der Gruppe jetzt einfach 4, 5 Leute bereit, die sagen, wir reden mal mit dem Jochen, der sich damals 2015 die Mühe gemacht hat und sich da ja auch aus dem Fenster gelehnt hat. Also wie gesagt, da steht jetzt meine beschissene Privatadresse im Internet. Das wollte ich eigentlich auch nicht unbedingt so. Aber es ist nun mal so gekommen und dann finden wir da Lösungen. Also wer sich jetzt hier aus dieser Runde berufen fühlt, die Diskussion fortzusetzen, das würde ich gerne hören, weil ich denke, das hat Potenzial. Zeigt ja auch der Diskussionsverlauf, oder Simon? Oder ihr alle? Naja, also Jochen, wenn ich jetzt vielleicht mal ein bisschen provokativ was sagen darf, dass deine beschissene Privatadresse da steht, das ist zwar bedauerlich, ja, aber du hast das Ding aufgesetzt und ich meine, dafür gäbe es eine ganz simple Lösung. Die wäre wahrscheinlich auch rechtlich die sauberste. Nimm das Ding, gib's dem workingoutloud.de, übertrag die Domain an John Stepper, er mappt die auf seine /.de-Seite und gut ist und fertig ist die Maus, ja. Und die woll.de Twitter-Handle würde ich natürlich auch leben lassen. Wenn man das hat, dann ist er da, ja. Dann bloß nicht freigeben, sonst passiert noch irgendwas anderes damit. Und wenn Ragnar den bespielt, finde ich das auch super. Es ist halt irgendwie, denke ich mal, noch eine weitere Möglichkeit. Aber gerade die Domain, also wenn die der Problembär im Raum ist, dann gehört die meiner Meinung nach in Richtung offiziellen Kanal und nicht in Richtung Usergroup. Ja, also ich habe so Jochen auch wohl, dass man sie weiterleiten kann auf die workingoutloud.com/.de. Das war meine primäre Empfehlung. Was ich aber trotzdem noch charmant fände, wenn wir alle, wenn die Seite so dynamisch wäre, dass man Blogbeiträge, die wir alle unterschiedlich irgendwo schreiben würden, dort halt synchronisieren könnte. Das finde ich auch sehr gelungen. Also egal, ob ihr jetzt bei WordPress bloggt oder bei Medium oder so, dass man das einfach automatisch dann da dort alles halt auflisten könnte. Sehr halt wertgenerierend. Also wenn es um deutsche Beiträge bei Working Out Loud geht in den letzten 3 Jahren, die habe ich alle komplett. Dafür hat ja der Michael Otto damals mit mir zusammen und mit der
Gestalter, eine Homepage eingerichtet und dort die Seite betreibe ich nach wie vor. Das heißt, das wird ja sehr, sehr, sehr gut genützt. Es gibt jede Menge Leute, die damit das nachlesen wollen und so weiter und so fort. Aber das ist ja Eigeninitiative. Ich mache das ja nur nebenher, weil ich einfach mehr Zeit dafür habe. Also wenn man diese Seite, ich finde die Idee grundsätzlich gut, www.wol.de. Leider, Jochen, hast du zu wenig Zeit gehabt, um die nämlich wirklich aktiv zu betreiben, aber das ist ein riesiger Ressourcen notwendig. Wenn ich an meine Aktivitäten jetzt nämlich sehe, dann komme ich garantiert auf 20 Stunden pro Woche, um alle diese Dinge zu betreiben. Aber warum mache ich das? Weil ich einfach nämlich Lust habe am Working Out Loud und an diese Community, was mir viel wichtiger ist. Und darum geht es ja. Also diese Wolde so zu betreiben, wie der Jochen es vorgeschlagen hat, finde ich eine gute Idee. Ist vielleicht ein bisschen zu spät, weil nämlich schon inzwischen andere Dinge drin sind. Es würde sich nur dann lohnen, wenn es genügend Leute bereit erklären, damit zu machen. Ohne diese Mitmachen funktioniert das nicht. Kein Mensch kann das alleine nämlich stemmen. Und gleichzeitig möchte ich jetzt gerade auch mal was zu workingoutloud.de sagen. Ich habe Ende 2016 mit workingoutloud angefangen und ohne workingoutloud.de wäre ich nie auf die Yammer-Gruppe gekommen, hätte nie die Community in München so getroffen. Genau. Also das ist war echt wertvoll. Und daher sowas weiterzuführen, finde ich schon gut. Mir ist es auch so gegangen. Also ich bin über die workingoutloud.de Seite zu Yammer gekommen und ich wusste vorher nur das Wort Working Out Loud, ja, und dann bin ich zur Yammer-Gruppe gekommen über Jochen. Ohne Jochen wäre ich da nicht hingekommen. Ja, richtig. Also wenn man WOL googelt, da findet man auch WOL.de. Das ist ganz klar. Und was nämlich Yammer nämlich anbetrifft, also wir werden ja nie alle Leute nämlich in einen Kanal reinpressen können, das weiß ich von meiner Arbeit her. Ich muss nämlich alle Kanäle nämlich bedienen, die ich mag und die ich überhaupt nicht mag. Plus, weil ich nämlich Social Media Marketing mache für unsere DAG-Organisation. Von dem ist der Yammer genauso wichtig wie Twitter und alle anderen auch. Manche fühlen sich da wohl und manche wieder woanders. Also ich denke, für so ein Thema kann man immer sagen, um jemanden auf so eine geschlossene Yammer-Gruppe zu bringen, brauche ich eine Webseite, die ich finde und die mir erklärt, dass es diese Gruppe gibt und wie ich da reinkomme. Ja. Das dann eine workingoutloud.de ist oder eine andere URL, das steht nochmal auf einer anderen Seite, wenn man sie überträgt. Ich meine, mit dem Traffic, genau, den man sieht, hat die einen gewissen Wert, könnte man sich dann auch eine neue URL quasi leisten und die aufbauen. Dann muss man sie halt wieder im Google-Suchverkehr nach oben bringen und so weiter. Aber das könnte man durchaus machen. Wegen der workingoutloud.de, ich glaube, um es jetzt mal ganz klar zu sagen, die workingoutloud.de gibt es nur, weil John es zulässt, dass diese URL, die könnte er euch morgen oder uns morgen sagen mit meinem Name, meine Rechte, mein Dingens und dann ist das Ding irgendwie weg. Das macht er im Moment nicht, weil er viele, viele andere Dinge irgendwie zu tun hat und ich glaube, weil er da auch in Deutschland da irgendwie ist und sagt, das ist irgendwie, das war ja bisher irgendwie auch nichts. Ich glaube, in dem Moment einfach, wir müssen halt immer noch aufpassen, dass sie da A nicht irgendwie in eine Konkurrenz geht und dass sie B halt nicht, Working Out Loud ist halt einfach ein offizieller Name und ich finde, da wo Working Out Loud draufsteht, sollte dann auch Working Out Loud drinne sein. Und zwar auch nicht nur von den Ideen und vom Modul her und von der Methode her, sondern auch von dem, der dahinter steht. Und ich glaube, wäre ich auch wäre ich auch ein Freund davon zu sagen, mit übertrag das irgendwie auf John. Da lässt sich mit Sicherheit auch irgendwie darauf einigen, Simon, dass da, wenn du sagst, dass da ein Wert hintersteht mit dem Traffic, da mit Sicherheit. Und dann kann man hier eher irgendwas in Form von User Group, irgendwas anderes aufbauen, was einfach ganz klar anwenderbasiert ist und nicht in Gefahr läuft, verwechselt zu werden. Weil ich sehe einfach immer wieder diese Verwechslungsgefahr mit .com. Sehe ich genauso. Also ich würde dir wollte eigentlich nur Barbara kurz zustimmen. Das finde ich auch richtig. Ich glaube auch, dass das Bedürfnis, was Ragnar geäußert hat, was auch Simon gerade angesprochen hat, natürlich legitim ist, dass man sagt, auf so einer deutschen Seite, die ja workingoutloud.de nachher, wenn sie gemappt wäre, auch auf einen .com/.de, da könnten ja solche Quellen auch da sein. Wir haben ja heute eine Quelle von Communities, habe ich auch gerade gesehen. Also im Wolwiki gibt es ja eine Community-Liste. Und da würde man natürlich auch die Yammer-Community stoßen. Und wenn man das direkt und schlau verlinkt,
wäre das prima. Aber das soll es auch gewesen sein. Schließlich sind wir jetzt am Ende der Session. Ja, zumindest wollte ich die, also ich weiß nicht, ob Leute vielleicht Anschlusstermine haben, es ist 17 Uhr durch, lasst uns sozusagen das ja, ich muss jetzt auch los. Und vielleicht die Aufzeichnung dann auch stoppen, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, was wir gesehen haben. Ich fasse mal kurz zusammen, Simon, du kannst gerne auch nochmal versuchen, aber meine Zusammenfassung wäre zum einen, wir haben einen Schulterschluss gesehen hier heute, das hat mich extrem gefreut, dass Barbara und Alexander da waren als lizenzierte Coaches, dass Danny da war mit wollonline.de auch was sagen konnte, also ich denke, es ist klar geworden, dass wir an einem Strang ziehen und wie Simon vorhin schon sagte, die Fragen liegen jetzt auf dem Tisch, wir haben die natürlich nicht gelöst oder sind auch einer Lösung nicht unbedingt allzu viel näher gekommen, habe ich den Eindruck. Aber hey, was will man erwarten? Es war ein sehr guter Austausch und ich denke, wir sollten jetzt gucken, dass wir da dranbleiben, ja, in dieser Form oder in ähnlicher, weil das hat mich jetzt sehr gefreut, dass wir da jetzt auch nach vorne schauen können. Das heißt, dranbleiben würde heißen, wir bereiten das jetzt mal so auf, schreiben das zusammen und würden das dann in weiteren Online-Sessions angehen oder du hattest ja auch mal angedeutet, eventuell könnte ein physisches Treffen, so wie wir es damals hatten, auch Sinn machen. Ne? Ich weiß nicht, da sind viele genau. Themen, die vielleicht in physisch. Also wir können ja jetzt die Teilnehmer von heute mal per E-Mail sozusagen oder per Wiki über sozusagen eine Art Protokoll binden und dann tatsächlich auch die Frage stellen, wollen wir uns erneut treffen in der Runde. Ja. Okay, gut, ja, also dann würde ich das Recording jetzt mal anhalten erstmal.